Da sind wir wieder und wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und wir wollten hier in die Toilette, in die Teamtoilette reingehen. Dafür nehmen wir den Schlüssel. Ob wir den jetzt hier nehmen müssen, bin ich mir gar nicht so sicher. Wir probieren das jetzt einfach mal so, die Tür zu öffnen. Abgeschlossen. Okay, die ist also noch abgeschlossen. Dann müssen wir doch den Schlüssel nehmen. Der Schlüssel zur Teamtoilette. So, da haben wir sie geöffnet und dann gehen wir da doch mal rein. Ganz schön dunkel hier. Was riecht denn hier so? Okay, schon wieder ganz schön dunkel, ein ganz schön dunkler Raum. Da hinten ist ein roter Knopf. Beziehungsweise ein rotes Licht. Da leuchtet etwas. Hat ein bisschen was von 2001. Odyssee im Weltall. Ach du je! Das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Okay, das ist keine schöne Toilette. Das war also der Lichtschalter, den wir da gedrückt haben. Jetzt flackert hier oben auch so eine Neonröhre. Mal gucken, was wir mit dem Pömpel hier machen können. Ein Pömpel? Was macht der da? Ist das hier einer dieser irrelustigen Tetsche-Cartoons aus dem Stern oder was? Und wenn ja, wo sind das Spiegelei und das Kondom? Ja, mal gucken, ob wir den mitnehmen können. Sehr gut, da haben wir den Pömpel eingepackt. Gucken, was es hier noch so gibt. Klostein. Ein Klostein. Zitrusaroma. Mal gucken, ob wir den auch mitnehmen können. Den rühre ich bestimmt nicht an. Okay, das war irgendwie klar, aber Moment, wenn wir Zitrusaroma, wir brauchen ja Zitrus-Extrakt, glaube ich, oder Zitrusaroma, wie auch immer, für unseren Konterglump. Und dann probieren wir mal mit den Handschuhen den Klostein zu nehmen. Perfekt, jetzt haben wir hier den Klostein und den Pömpel. Wir haben auch die Cola und den Alkohol und jetzt bin ich ehrlich gesagt unsicher, was hier noch reingehörte. Mal gucken. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola fehlt noch. Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Natürlich, der Alpakaschweiß, der fehlt jetzt noch. Den müssen wir noch finden und dann müssen wir es auch noch irgendwie schaffen, diese ganzen Zutaten da reinzubekommen, denn ich glaube auch mit dem Prosecco. Prosecco aus dem Partyraum. In dubio Prosecco. Auch den kriege ich, glaube ich, nicht da einfach rein. Mal überlegen, ob mir noch Cola fehlt noch. Alkohol, check. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Okay, perfekt. Also der Alkohol, der ging da einfach rein. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch das Zitrusaroma da reinbekommen. Richtig, aber am Stück bekomme ich den Klostein nicht rein. Okay, am Stück nicht, dann versuchen wir den nochmal zu raspeln. Mit dieser Hornhautrommel. Igitt! Toll! Klosteinraspel! Leider ist jetzt die Rommel kaputt. Warum auch immer die Rommel dadurch kaputt gegangen ist. Aber jetzt können wir wahrscheinlich das Klosteinraspel oder die Klosteinraspel. Klosteinraspel mit Zitrusaroma. Igitt! Das schmeißen wir da jetzt mit rein. Schön zitronig. So, jetzt fehlt noch die Cola und der Alpaka-Schweiß. Die Cola müssen wir noch irgendwie aufmachen. Ich weiß noch nicht genau, womit. Und wir haben auch noch kein Alpaka gesehen. So, Papierhandtücher. Festivaltoiletten sind dagegen Wellness. Gucken, ob wir das mitnehmen können. Das ist sicher voller Bakterien. Wie der Badeteich im Dschungelcamp. Mit Sicherheit. Handtuchspender. Bäh! Das ist sicher voller Bakterien. Wie ein Hipsterbad in Mitte. Ja, Bartpflege ist wichtig. Zwei tote, kalte Augen starren mich an. Geil. Der Spiegel. Vielleicht können wir mit dem Spiegel sprechen. Bin ich zu dick? Bin ich zu braun? Nee, du bist ziemlich blass. Wozu sollte man in der Medienbranche einen Spiegel dabei haben? Echt?
Das stimmt. So, schauen wir mal hier oben, ist noch ein Regal. Ein deutscher Fernsehpreis. Der deutsche Fernsehpreis. Auf Nimmerwiedersehen, du Buttplug der Medienwelt. Mal gucken, ob wir den mitnehmen können. Lieber nicht. Nee. Wer weiß, wo der schon war. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Ein schöner Klorollenhalter. Der goldene Stinkefinger. Ich lasse ihn lieber hier. Auch den können wir nicht mitnehmen. Und der Grimme-Preis. Unser Grimme-Preis. Naja, den haben Klausi und Joachim auch. So geil kann der also wohl auch nicht sein. Die können doch bestimmt mitnehmen. Ich lasse ihn lieber hier. Verdammt. Klorolle. Ob William hier war? Was? Ich kann gar nicht lesen, was da hinten steht. Also William, unten eine 2, Rausch an. Kann ich echt nicht entziffern. Gucken, ob wir die Klorolle mitnehmen können. Das ist sicher voller Bakterien. Ja. Wie der Badeteich im Dschungelcamp. Hier ist alles voller Bakterien in diesem Raum. Wandschrank. Ein Wandschrank. Hoffentlich ist da keine Band drin. Hoffentlich ist da das Alpaka drin. Die Tür klemmt. Verdammt. Probieren wir gleich mal aufzumachen, aber erst noch hier die Schmiererei. Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Ruf mich an, steht da. Jetzt kann ich es auch lesen. Ah, das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Okay. So, dann probieren wir einfach mal mit dem Pömpel die Tür aufzumachen. Ein Pömpel? Ja, wissen wir. Die Tür klemmt. Okay, damit geht's nicht. Mit dem Eigentum der Dönerwade. Dem Edelstahl-Drumstick. Eigentum der Dönerwade. Ja. Die Tür klemmt. Ach Mann. Ja, die Tür klemmt. Oh, wir haben hier einen William-Pulli mit Schweiß. Moment. Gute Idee. Aber irgendwie müsste ich erst den Schweiß aus dem Pulli extrahieren. Das ist der Alpaka-Schweiß. Und nicht der William-Schweiß. Den Schweiß, den kriegen wir bestimmt raus in dem Schraubstock. Dann gehen wir mal zu den Bustle Brothers zurück. Das war hier durch. So, hier erstmal den Drumstick hier rein. Passt. Jetzt geht das Teil wieder. Perfekt. So, jetzt den Pulli da rein. Williams Pulli. Nass geschwitzt. Steht auch nur nass geschwitzt. Von den Alpakas. Okay, jetzt müssten wir das ja irgendwie eigentlich auffangen. Durch direkt in den Kanister. Den bekomme ich da nicht drunter. Das stimmt. Ein flaches Gefäß. Das wäre was. Also man könnte ja nicht den Trichter meinen hier. Das will ich nicht auspressen. Den Pömpel auch nicht, oder? Der ist zu dick. Da muss was Dünneres rein. Vielleicht kann ich mit dem Pömpel die Cola-Flasche aufmachen. Say what? Nee, das können wir auch nicht. Okay, also wir brauchen jetzt so irgendwie ein flaches Gefäß. Moment. Wir haben ja noch den Merchandise-Stand. Da waren wir ja noch gar nicht. Vorne, wo die ganzen Fans schon Schlange stehen am Eingang. Das war hier hinten. Da finden wir bestimmt noch was. Ansonsten der Hut. Vielleicht kann man den auch mitnehmen. Okay. Also hier steht Bart. Können wir auch erstmal nochmal mit Bart sprechen. Das ist Bart. Der tut nichts. Der will nur spielen. Der Letzte, der das versucht hat, sieht jetzt aus wie Claude Oliver Rudolph. Okay, sprechen wir mit ihm. Hi Bart! Hey Boss! Sag mal, hast du Feuer für mich? Willst du etwa wieder Fürze anzünden? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Geil. Wir haben ein Feuerzeug bekommen. Mal gucken, ob wir noch mehr bekommen von ihm. Ups. Hi Bart! Hey Boss! Sag mal. Kann ich mir kurz dein Brecheisen ausleihen? Nein. Verdammt. Das wäre ja super gewesen. Hinter dir! Eckart von Hirschhausen! Schon klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du mir einen Ersatz bringst.
Ja, die Pumpe, der Pömpel vielleicht. Ach, ist egal. Man sieht sich. Ja, den Pömpel. Geil, aber für die Hipster-Abwehr ist das Ding wirklich nicht ausreichend. Verdammt. Verdammt. Wir brauchen irgendwas, was wir mit ihm tauschen können. Gegen Hipster. Ein Feuerzeug? Damit bin ich lieber vorsichtig. Okay. Neo-Magazin Royal Handtücher. Damit sichern sich die Zuschauer schon im Morgengrauen die besten Plätze. Mit den Handtüchern? Warum ist das so billig? Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Ja, da sollte man sich mal Gedanken machen, ob man das nicht auch teurer verkaufen möchte. Okay, die Handtücher können wir schon mal nicht mitnehmen. Perfekt zum Abdecken von Glory Holes. Ja, super perfekt. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Ach, der arme Sami Slimani. Auch die Plakate können wir nicht mitnehmen. Da gibt's... Jeder Plüschtrizi wird von mir persönlich eingekuschelt. Das hätte ich ja wirklich auch gerne. So ein Plüschtrizi. Was ist das denn für ein Ramsch? Schade. Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Okay, Actionfiguren. Will ich ihm Actionfiguren? Alleine für den Bauch hat der 3D-Drucker schon ein Jahr gebraucht. Warum ist das so billig? Oh. Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Also ich glaube, hier können wir einfach gar nichts nehmen. Hier sind noch Tassen, Stinkefinger, Nasenschatten, Taschenlampen. Im Osten gehen die weg wie Begrüßungsgeld. Warum ist das so billig? Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Wir können hier irgendwie nichts mitnehmen. Staffel 1 auf VHS, Staffel 2 auf VHS und die Bömi-Action-Figuren. Die Nase war das größte Problem. Direkt nach meinem gewaltigen Penis. Okay, ich hoffe, den sieht man da nicht. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Okay, also scheinbar konnten wir jetzt hier nur das Feuerzeug holen und wir brauchen noch einen Ersatz, damit wir das Brecheisen, die Brechstange, bekommen. Ich weiß allerdings auch nicht, wofür wir die benötigen. Nee, das mit dem Hut machen wir nicht normal. Da ziehen wir eh wieder nur so eine Oder-Frage raus. Sprechen wir noch mit dem Beefträger. Nee. Ach, ist egal. Das wissen wir schon. Hier sehe ich jetzt nichts mehr. Ich frage mich gerade, ob wir was vergessen haben oder ob wir irgendwas jetzt machen könnten, was wir vorher nicht machen konnten. Im Partyraum. Teamtoilette. Vielleicht den Lüftungsschacht mit dem Pömpel aufmachen? Ernsthaft? Ja. Wäre ja ein Versuch wert gewesen. Sprechen wir doch mal hier mit den Muscle Brothers. Hi, Bustle Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal... Was bastelt ihr denn Schönes? Angebissener Apfel, alte Pizzaschachtel, Luftpumpe, zack, fertig, MacBook Air. Super. Okay, das Rezept kennen wir ja. Schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig, tschüss. Okay. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Ach, die Luftballons waren hier noch. Feuerzeug. Damit bin ich lieber vorsichtig. Okay, die können wir auch nicht anzünden. Hier ist auch nichts mehr. Hier die Mikrowelle. Och, nie hat man Popcorn dabei. Verdammt. Schraubstock. Den haben die Bustle Brothers vom Schraubstock-Festival. Er hat einen Drumstick als Kurbel. Ich habe Williams Pulli reingeklemmt. Genau. Ich brauche etwas, um den Schweiß aufzufangen. Genau. Haben wir aber nicht.
Wo könnte was sein, was den Schweiß auffängt? Mülleimer? Nochmal? Da ist nur noch Fanpost drin. Also ich sehe hier jetzt nichts mehr. Die Schublade hatten wir auch schon. Das da unten ist die Garderobe. Also wir brauchen hier bestimmt das Brecheisen, um vielleicht hier noch in die Garderobe reinzukommen oder beim Relefanten. Die Frage ist, wie bekommen wir das Brecheisen? Nee, also... Können wir hier noch irgendwas kombinieren? Die Feder mit dem Pömpel? Das wird doch nicht mal der Gerner machen. Okay, fragen wir mal Captain Obvious. Schau mal, was hältst du davon? Ein Pömpel! Den setzt sich William immer auf den Kopf und spielt Einhorn. Hält aber auch an anderen runden, glatten Flächen. Ja, damit können wir also irgendwas aufmachen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Eine pinke Feder von einer Federboa. An einem Spiegel zum Beispiel. Wir könnten das gleich mal an einen Spiegel pfropfen. Schau mal, was hältst du davon? Eine Feder! Sind Vögel eigentlich kitzelig? Okay, das war nicht sehr hilfreich. Schau mal, was hältst du davon? Jan, das ist ein Feuerzeug. Ja, genau. Und der Trichter? Schau mal, was hältst du davon? Oh, damit füllen wir immer die Jugendsprache in William. Mit dem Trichter. Okay, suchen wir glatte Gegenstände, also einmal die Spiegel hier. Packen wir mal den Pömpel dran. Ernsthaft? Ja, verdammt. Du glaubst wohl, ich mache alles für Geld, oder? Da unten ist ja nur William, oder? Also hier gab es die Maske, Latexanzug, die Gurke. Was gibt's denn hier noch? Was hat er denn hier? Die Bowlingkugel. Ist das eine Bowlingkugel, die William in der Hand hält? Geil, die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Gucken wir mal. Keine Chance. Er hat sie fest in seinen Klauen. Also die konnten wir jetzt erstmal nicht in die Hosentasche ein stecken. Ein Pömpel. Mit dem Pömpel vielleicht... Keine Chance. Verdammt. Er hat sie fest in seinen Klauen. Jetzt bin ich gerade unsicher, ob ich das tatsächlich mit dem Pömpel probiert habe. Pömpel mit Bowlingkugel. Okay. Keine Chance. Er hat sie fest in seinen Klauen. Das geht schon mal nicht. Das ist ja doof. Vielleicht müssen wir ihn kitzeln. Und dann lässt er sie los. Ha! Perfekt. Ich kann mich darin spiegeln. Okay. Ich kann sie nicht greifen. Oh, hast zu kleine Hände, ne? Zack, in die Hosentasche gesteckt. Das ist jetzt die Keule und damit können wir hundertprozentig die Crowbar von Bart holen als Tauschgegenstand. Verdammt. Da wollte ich nicht reingehen. Hier hinten weiter. Ganz schön weiter Weg. So, jetzt Keule mit Bart benutzen. Hier, Bart, das habe ich für dich gebaut. Cool, danke. Dafür gebe ich dir mein Brecheisen. Tipptopp Ding, danke. 1er Arbeitsgerät. Geilo, wir haben das Brecheisen. Super, damit versuchen wir jetzt natürlich direkt mal eine Tür aufzubrechen. Denn wir brauchen ja unbedingt noch die flache Schale oder sowas, um den Schweiß aufzufangen. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir ihn beide... Also ich probiere natürlich erstmal hier bei Adi reinzukommen. Warum? Das wäre ganz schön unkollegial.
Ja. Warum? Ach, okay. Das wäre ganz schön unkollegial. Die Türen gehen schon mal nicht auf, aber wahrscheinlich der Lüftungsschacht. Lieber nicht. Ach, come on, bitte. Das ist ja blöd. Jetzt haben wir ein Brecheisen. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Ah, okay, Moment. Was ist das für ein Hinweis? Kommen wir hier irgendwie anders hier? Das Fenster? Ich will es nicht kaputt machen. Okay. Ach komm. Ich meine, wozu ist Captain Obvious denn da, wenn wir ihn nicht fragen? Schau mal, was hältst du davon? Ein Brecheisen. Das wurde mit dem Wandschrank von Ikea mitgeliefert. Toll. Das war jetzt keine Hilfe. Mal gucken, ob wir damit den Feuerlöscher von der Wand holen können. Ich will es nicht kaputt machen. Okay, das geht auch nicht. Irgendwas, was vorher nicht aufging. Türen sind ja eigentlich alle auf. Es könnte kaputt gehen. Ja, was denn? Der Stromkasten oder das Brecheisen? Ist mir eigentlich egal. Okay, hier auch nicht. Hier haben wir noch ein Schlagzeug, das Fenster. Der Rapper ist weg. Kühlschrank. Da ist auch nichts mehr drin. Wenn, dann frag mal den von Lena. Da habe ich aus Versehen den Gag übersprungen. Okay. Also, nochmal. Also das Bällebad, die Gagmaschine. Es könnte kaputt gehen. Ja. Irgendwo. Ich will es nicht kaputt machen. Irgendwo müssen wir dieses Brecheisen jetzt einsetzen. Gegen die Luftballons? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist hier noch irgendwo was? Tresen. Oh, der Tresen. Becks fischen am Tresen. Okay. Außer Tresen nichts gewesen. Oh. Gucken, ob wir da was. Es könnte kaputt gehen. Ja. Alles könnte kaputt gehen. Das Poster da hinten, das ist natürlich schon mal sehr geil. Ach ja, die Abmahnung. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? War doch ein Schnäppchen. Ja, ich würde einfach sagen, an der Stelle machen wir nochmal Stopp und wir versuchen nächstes Mal rauszufinden, was wir denn mit dem Brecheisen jetzt anstellen können und wie es weitergeht. Also, würde ich jetzt wieder sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.